Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe ein neues Video für euch und zwar ist das ein What's in my Makeup Bag Video. Und ich habe gedacht, das könnte jetzt gerade für die Saison, wo man das eine oder den einen oder anderen Urlaub macht, ganz interessant sein, das zu filmen. Und generell schaue ich so gerne What's in my Makeup Bag Videos, einfach um zu gucken, was andere Damen so jeden Tag mit sich rumtragen und ob nur ich vielleicht diejenige bin, die irgendwie so eine halbe Make-up-Kollektion mit sich rumträgt jeden Tag. Ja, deswegen drehe ich dieses Video. Das war sozusagen das Intro. Und wenn euch interessiert, was in meiner Make-up-Tasche sozusagen mit mir durch die Gegend getragen wird, wenn ich unterwegs bin, dann bleibt jetzt dran. So, zuerst mal könnten wir vielleicht das Detail klären, was für eine Make-up-Tasche das ist. Und zwar ist das eine von Charlotte Tilbury. Keine aus irgendeiner speziellen Kollektion, die kann man halt im Moment einfach noch kaufen. Sie hat auch diese aus Baumwolle, die weiße mit den Kussmündern, die für mich halt überhaupt total unpraktisch ist zum Rumtragen, weil sie ist weiß und sie ist nicht abwaschbar und das ist für mich schon wieder ein totales No-Go. Sie sieht halt schön aus. Ich sehe gerade, dass sie noch hier liegt von meinem anderen Video. Ich meine diese Tasche, ja klar, die ist super schön, natürlich, aber mit Kind sowieso. Klar, wenn ich jetzt kein Kind hätte, könnte ich entsprechend auch immer sehr vorsichtig mit meinen Sachen sein und da würde niemand an meiner Tasche rumkramen, ob er vielleicht doch irgendwas zu essen da drin findet oder so. Deswegen wäre das wahrscheinlich eine gute Variante, wenn ich ohne Kind unterwegs bin, aber mit Kind, lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist eben aus einem etwas abwaschbareren Material, hat auch die Kussmünder in Roségold, also ich meine, das sieht einfach auch, und hinten steht auch wieder dieser Spruch drauf, give a woman the right makeup and she can conquer the world. Oh yes. Und jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Kleines, aber wichtiges, nicht zu vernachlässigen Detail ist dieser schöne Charlotte Tilbury Stern, der an dem Reißverschluss dran ist. Und das ist jetzt so meine Make-up-Tasche für den Sommer. Deswegen sind da auch ein paar Sachen drin, die jetzt ich im Winter vielleicht nicht mehr mit mir rumtragen müsste. Und das ist für mich zum Beispiel so klassisches Sommer-Essential, was ich im Winter nicht benutze. Das ist von Aveen ein Thermalwasserspray, was ich einfach gerne auf mein Gesicht sprühe, um mich zu erfrischen. Auch übers Make-up geht es gut, wenn man die richtige Distanz hat, verläuft das Make-up damit nicht. Und es erfrischt einfach die Haut. Das habe ich im Sommer immer dabei, genauso wie eine kleine Ausgabe von einem Deo. Und da halte ich jetzt nicht irgendeins, das ist kein Zufall, dass das ein Rexona ist. Das ist für mich einfach, es gibt kein anderes Deo für mich. Ups, was funktioniert, Punkt. Dann habe ich immer dabei einen Nagelstift von Essence. Das ist so ein Cuticle Remover. Das habe ich halt dabei in der leisen Hoffnung, dass ich irgendwann, wenn ich am Spielplatz oder sonst wo sitze und gerade nichts zu tun habe, mich hinsetze, das rausnehme und da meine Nagelhaut mache, weil ich halt sonst mir dafür keine Zeit nehme. Deswegen ist das da drin. Dann ein Handcare Collection Antibacterial Moisturizing Handgel, also ein Desinfektionsmittel für die Hand, für die Hände. Das ist jetzt in dem Fall von Grabtree & Evelyn. Aus der Gardeners Kollektion mag ich generell einfach total gerne. Grabtree & Evelyn haben einfach schöne Pflegestoffe. Es hat hier oben diesen Knackverschluss, den ich jetzt nicht ganz so praktisch finde, aber ich mag den Geruch und ja, da habe ich auch die Handcreme von und auch die Seife ist super. Und dann sind wir gerade bei Grabtree & Evelyn und da habe ich die Handcreme immer dabei. Und zwar ist das jetzt in dem Fall die Lavender Hand Care Collection Hand Therapy Moisturizing Handlotion. Mit diesem, die haben jetzt eine neue Verpackung, soweit ich das mitbekommen habe, die nicht mehr mit diesem Metall ist, was ich persönlich total oldschool finde und total cool. Aber es bricht bei manchen halt und so weiter. Und da gibt es jetzt eben die mit Plastik, die Plastiktuben, die haben dann einfach so ein bisschen, so wie das halt jetzt immer alles ist. Aber ich mag das mit dem Oldschool-Metall, also für mich ist das kein Grund, das zu ändern. Was ich auch immer in dieser Tasche dabei habe, ist ein separater Spiegel von, den habe ich mal aus irgendeiner Kosmetiktasche rausgenommen. Ich glaube, Eulili, wie wird das ausgesprochen? Genau, den habe ich immer dabei. Dann habe ich immer dabei, sieht übel aus, gell? Aber, let's do this, das ist ein Pinsel von Hourglass, den man einmal zum Setten von Concealer gut nehmen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ein retractable, Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet, Blush
Toothbrush. Also von der Größe her würde ich jetzt sagen, dass er, man kann ihn eigentlich für alles verwenden. Aber ich verwende ihn quasi für unterwegs ganz gern. Das ist quasi ein Hourglass-Pinsel-Duo. Und wofür verwende ich den? Ich habe meinen Under-Eye-Concealer-Corrector für unterwegs dabei von Bobbi Brown. Ich habe den von Bobbi Brown dabei, weil der einfach super handlich ist mit der Verpackung eben und dann hat auch einen kleinen Spiegel, wenn man halt unter den Augen nachbessern muss und dann kann man das eben mit der Concealer-Seite von dem Hourglass-Pinsel ganz gut setten. Und ich habe dabei immer das aktuelle Blush, was ich trage. Das tue ich halt in meine Make-up-Tasche. Und das ist dann in dem Fall von Hourglass, das Ambient Lighting Blush in Dim Infusion. Das ist dieses peachige, dieser peachige Ton. Und das kann man halt gut mit dem, ups, falsche Seite, mit dem Blush, mit dem Pinsel von Hourglass gut auftragen. Das ist jetzt zufällig, dass das Hourglass ist, beides. Also wenn ich jetzt einen anderen Blush dabei habe, habe ich trotzdem den Pinsel dabei. Und was ich auch dabei habe, unabhängig von der Blushfarbe, die ich trage, ist von Bobbi Brown das Pot Rouge for Lips and Cheeks in der Farbe Hibiscus. Das habe ich aus dem letzten, das ist aus der letzten Saison. Das ist auch aus der Nectar Nude, glaube ich, Kollektion gewesen. Ich weiß es nicht genau, Nectar Nude. Und das kann man halt super auch für die Lippen verwenden, aber eben auch auf die Wangen tupfen, um einfach das Rouge ein bisschen aufzufrischen. Gerade wenn es wärmer ist, ist das ja mit Cremetexturen eigentlich besser, aber ich komme damit irgendwie noch nicht so hundertprozentig klar. Dann habe ich meinen Augenbrauenstift dabei, falls da irgendwie ein Update nötig ist sozusagen, warum auch immer. Und zwar das ist von Anastasia Beverly Hills, der Perfect Brow Pencil in der Farbe Medium Brown. Der hat auf der einen Ecke quasi so ein Pencil-Stift, also ein Stift. Und auf der anderen Seite hat er eine Bürste zum Shapen, in Form bringen der Wimpern, der Augenbrauen. Wimpern, hallo? Dann habe ich dabei immer den aktuellen Lippenstift, den ich morgens aufgetragen habe, um ein Touch-up zu machen sozusagen. Das ist in dem Fall von Charlotte Tilbury, es könnte jetzt auch jeder andere sein. Der Kiss & Tell Lip Cheat Lip Liner und der passende matte Lippenstift von Charlotte Tilbury in der Farbe 1975 Red. Matt Red. Das ist der, den ich gerade drauf habe auch auf den Lippen und das habe ich halt immer passend in meiner Make-up-Tasche. Dann habe ich immer dabei von Travelo, das ist diese kleine süße, nein, es ist nicht das, was man denkt, wenn man das sieht, Verpackung. Und zwar ist das ein Parfümzerstäuber, der für mich einfach super für unterwegs ist, weil man nimmt vom normalen Parfum, habe ich jetzt hier eins, ich habe hier einen. Man macht vom normalen Parfum oben den Zerstäuber ab. Und dann bleibt man zurück mit diesem weißen Etwas. Und das mache ich jetzt bei dem nicht, weil es ein anderes Parfum drin als das ist. Tut man hier unten drauf. Hier unten ist so eine Vorrichtung. Wie würde ich das als Frau sonst nennen? Und man pumpt sozusagen das Parfum, was man mitnehmen möchte, in diesen Travelo. Und hallo, ich meine, gibt es irgendwas Besseres? Dann brauche ich das nicht immer mit mir rumtragen, was zum einen kaputt gehen kann, zum anderen mega schwer ist. Und wenn ich dann zufällig meine, ich muss zum Fußballspiel gehen, muss ich das an der Kasse lassen. Hallo? Nein. Das war natürlich nur ein Spaß. Ich gehe nicht spontan zum Fußballspiel. Aber trotzdem finde ich diese Teile einfach super praktisch. Gibt es in verschiedenen Farben, habe ich von Amazon, also kann man ganz normal in Deutschland bekommen. Travelo. Da ist halt mein Lieblingsduft drin. Da ist, glaube ich, auch der Rest. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr das Parfum, weil das ist jetzt Peony & Blush Suit. Mein iconic Duft von Jo Malone. Leider alle. Es ist, glaube ich, der erste Duft in meinem ganzen Leben, den ich aufgebraucht habe und mir auch wieder kaufen werde. Irgendwann. Und das ist in dieser Travel-Größe drin. Ihr seht, ich liebe es. Pfingstrosen, Wildleder. Ja. Ja, ich rede über Parfum. So, was ist noch so in meiner Make-up-Tasche? Wir sind schon fast am Ende, aber das sind für mich auch Essentials, die hier drin ist. Und zwar habe ich hier einmal von Tarte. Das ist eine kleine Wimperntusche.
Und ich liebe diese Travel-Größen genau für diese Sachen. Also die Sachen, die man einfach immer dazu geschenkt bekommt, wenn man irgendwas kauft. Also nicht immer, aber es gibt oft diese Sets, wo man halt ein Produkt ganz regulär kauft und dann ist irgendwas dabei. Und das war hier auch so. Ich habe mir die Wimpernzange von Tarte bestellt. Und Tarte hat ja mit dieser Amazonas-Erde die Produkte, die auch alle super sind. Ich habe auch schon ein paar probiert und habe halt da eben diese, bei der Wimpernzange diese... die Wimperntusche dazu bekommen und das ist die Lights Camera Lashes 4-in-1 Mascara von Tarte. Es ist halt für mich eine super Mascara, die tut, was sie soll. Die Bürste ist extrem groß dafür, dass das so eine kleine Verpackung ist. Das ist super. So eine Medium, also es ist schon fast eine große Bürste. Also die von Bobbi Brown ist für mich, würde ich fast sagen, kleiner in der normalen Größe von die Smoky Eye Mascara. Die habe ich immer dabei, einfach klar, Wimperntusche. Und ein Touch-Up-Stick von Bobbi Brown für Breakouts, ne? In der Farbe Warm Ivory. Das könnt ihr einfach am Counter testen. Die haben ja 1000 Nuancen. Ich übertreibe jetzt mit 1000. Aber es ist immer ganz gut, wenn man die Farben gut austestet, damit einfach dann wirklich es auch passt. Weil ich zum Beispiel auf der Haut, auf der normalen, regulären Gesichtshaut eine andere Farbe habe, als halt zum Beispiel bei dem Corrector. Bei dem Corrector geht es halt darum, wie die Haut unterm Auge aussieht und was ihr da einfach für einen Ton braucht, um das abzudecken. Und da habe ich eben Light Bisque und das ist so ein leichter Pink. Also das hat halt so einen Pink-Unterton und das ist einfach gut gegen dieses bläuliche, gräuliche, was unter den Augen bei mir ist. Und Warm Ivory ist halt mehr so gelblich, einfach um meine Haut halt rosa Untertöne, meine normale Haut, um das halt mit Gelb quasi zu neutralisieren. Das wollte ich jetzt so an der Stelle mal sagen, dass das immer ganz gut ist, wenn man das gut austestet am Counter. Und was ich immer dabei habe, und das ist einfach für mich echt gutes Zeug, Good Stuff von Clarins? Wenn jemand weiß, wie das ausgesprochen wird, gerne kommentieren. Clarins. Variante 1 Clarins, Variante 2 Clarins. Instant Light Natural Lip Perfector. Ich mag die ganz gern. Ich mag die sehr gern. Ich habe die in drei verschiedenen Farben. Das ist jetzt hier die Farbe 1. Das ist für mich halt so ein Allround-Talent. Das ist ein helles Rosé. Und was die halt können, fragt man sich dann immer, gell? Ist halt für mich Lippenpflege mit Farbe. Super cremig, super langanhaltend, kleben nicht. Also das finde ich an Lipglossen immer so. Wenn dann alles, was man irgendwie Fusseln, alles mögliche Haare dann immer dran klebt, das geht für mich gar nicht. Tut's hier nicht und trotzdem pflegt es und man kriegt so einen schönen Schimmer. Und wenn man keinen Lippenstift tragen möchte und sagt, okay, aber ein bisschen Farbe ist okay, ich habe mich ein bisschen Bronzer ins Gesicht im Sommer, ein bisschen Wimperntusche und das... Ready. Und was nicht fehlen darf in einer Make-up-Tasche natürlich, und das habe ich schon ewig. Ich meine wirklich ewig. Das ist eins der ersten hochwertigen Produkte, die ich mir jemals gekauft habe, und das ist bestimmt schon 6 Jahre her. Es ist 5 Jahre her, es ist in dem Jahr, als ich geheiratet habe. Von Chanel. Vital Lumière Éclat, Teint Compact Poudre Comfort Sublimateur d'Éclat. Lichtschutzfaktor 10. In der Farbe Beige Rose, BR20. Das ist bei Chanel immer ganz schön. Man kann entweder, man hat einen beigen Unterton oder man hat die Rosé-Töne. Und es gibt einen kombinierten Ton in einer Light-Version, in einer, also 10er, 20er und 30er Version. Und das finde ich super. Ich habe immer noch dieses Abdeckteil, was hier drauf ist. Weil ich kann euch das zeigen. Das ist so eine Kombination. Ich hoffe, es fällt nicht raus. Auf der Seite ist das Puder und auf der anderen Seite ist eben ein kleiner Pinsel, so wie das bei Chanel jetzt immer noch so ist. Und das ist ein Echthaarpinsel. So. Und ihr seht, das ist so ein bisschen so ein... Also das ist mein Puder für unterwegs. Es hat einen riesigen Spiegel, den ich hier mal euch nicht zeige, weil der sonst so spiegelt. Und man kann halt super... Ich tue dann immer noch dieses Teil oben drauf. Dann bleibt das halt alles schön an Ort und Stelle. Falls ich auch mal nur den Spiegel brauche. Und wie gesagt, das kam auch in so einem Beutelchen, aber den trage ich auch nicht immer mit mir rum. Und das habe ich schon, steht halt drauf, man soll das in 18 Monaten aufbrauchen, aber das schafft man nicht. Ich schaffe das nicht. Und ich habe das jetzt seit meiner Hochzeit, sprich 5 Jahre.
Und es ist immer noch nicht hit the pan, wie man so schön sagt. Man sieht immer noch nicht den Grund des Puders, Puderpots. Und das heißt nicht, dass ich es nicht verwende. Das heißt, dass man nicht so viel braucht und dass es trotzdem seinen Dienst erfüllt. Und das ist eins, also ich würde sagen, das ist das erste High-End-Produkt, was ich mir jemals gekauft habe. Und das nächste, was ich mir von dieser Firma kaufe, ist das gleiche, aber in dieser Le Beige-Kollektion, wo einfach die Verpackung beige ist. Aber ansonsten würde ich dieses Produkt immer wieder kaufen. Zumal ich auch die Foundation von Aqualumia Foundation von Chanel liebe und hands down 5 Jahre. Und dann ist die Tasche sozusagen auch schon leer und man sieht innen dieses abwaschbare Material, warum ich diese Tasche so liebe. Sie sieht halt nicht nur außen total mega, mega schön aus, sondern sie hat innen auch für Kosmetikartikel praktisch abwaschbar. Und was ich hier noch drin habe, das ist ein bisschen bulky. Bulky ist von Bobbi Brown, sind die Plotting Paper. Brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Das ist Plotting Papier. Aber es hat halt diesen Magnetverschluss und einen Spiegel auch, falls man mal. Ich bin zwar nie ohne Spiegel unterwegs, weil neben meiner Kompaktpuder irgendein Spiegel ist, sogar in meinem Corrector von Bobbi Brown. Also, das war der Inhalt meiner Make-up-Tasche, wie er jetzt gerade ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch interessiert. Vergesst nicht, das Video zu liken. Das ist total wichtig für YouTuber. Wenn es euch gefallen hat und ihr habt es bis zum Ende angeschaut, dann liked es auch. Und wenn nicht, dann natürlich nicht, ist klar. Aber wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt schön gesund und habt einen schönen Sommer.